Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wie ihr es im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen habt, frage ich mich, wie geht's jetzt eigentlich hier in der Bauarbeiterbase weiter? Ich neige mich nämlich jetzt so ein bisschen dem Ende zu und habe jetzt allerdings noch, ich glaube, ausstehend den Crusher. Ich glaube, der geht noch auf Level 4 hoch und dann noch die große Luftbombe hier oder die Luftmine hier und dann war es das aber auch in der Base. Also meine Frage ist eigentlich, machen wir Mauern oder machen wir die Mauern nicht? Ich meine, 300.000 ist schon Wort zum Sonntag und da das Lager ja nur 500.000 fasst, ist das an der Stelle, finde ich, schon etwas fragwürdig. Aber wir machen erstmal einen Angriff hier. Dazu müssen wir uns kurzfristig einmal etwas konzentrieren, wenn auch nicht doll, aber zumindest etwas. Und müssen hier jetzt mal die Riesen so ein bisschen reingehen lassen. Oh, die gehen außen rum. Mist, Mist, Mist. Eieiei. Die gehen außen rum, weil die Bomber die Mittelmauer hier nicht aufmachen. Das ist natürlich doof. Das ist doof. Das war jetzt blöde von mir. Ach, das war... Ach ja. Naja, ist nicht so tragisch. Verlieren wir halt ein paar Pokis hier an der Stelle, weil die das sicherlich jetzt nicht mehr schaffen. Eigentlich gehe ich immer mit den Bombern sehr gerne in so eine Base hier rein. Aber ich denke mal, das werden wir nicht packen an der Stelle. Da wird der Gegner in jedem Fall besser sein. Wir sind dann wieder unter 2000. Also ich muss unbedingt über 2000 bleiben. Wir versüßen uns so ein bisschen die Wartezeit. Wir sind aktuell in einem CK und beide Seiten haben gute Bases und beide Seiten haben auch schon den einen oder anderen Fail hinter sich hier. Es ist auch wirklich nicht gerade einfach hier teilweise die Bases zu machen. Das ist hier die letzte Base, also schon RH9. Ja, nicht so super stark, aber es ist ein RH9, der eine Verteidigung hat. So sage ich es auch immer wieder. Ja, auch wenn es vielleicht nicht die Def-Verteidigung ist, weil derjenige noch nicht so lange RH9 ist, ist das hier aber immerhin eine Base, die man erstmal machen muss. Und der Mika, unsere Nummer 12, hat den Gegner hier im zweiten Angriff gemacht. Denn auch wir haben hier im unteren Bereich gefehlt, teilweise mit nur einem Stern. Und wie ist er hier eigentlich vorgegangen? Ich sehe es jetzt, ein Gohawk, okay, den hat er ja auch vorbereitet. Ja. Hier muss man jetzt nicht unbedingt alle Hawks auf einmal spammen. Vielleicht kann man die auch ein bisschen Surgical setzen, aber er wusste natürlich, dass da in der Mitte die Tesla Farm ist. Und aber die sind jetzt noch nicht auf Level 7, die sind nur auf 6. Und eigentlich will der Gegner ja, dass man über dieses offene Loch hier reinkommt. Deswegen liegen da nämlich auch die Riesenbomben. Aber den Gefallen tut ihm der Michael hier nicht. Und so ist das hier ein sicherlich schöner Dreistern gewesen an der Stelle. Und im RH9-Bereich tun wir es trotzdem sehr, sehr schwer zur Zeit. Das liegt daran, dass wir teilweise unten doch nicht so die guten Angreifer haben. Da müssen die Jungs auf jeden Fall mal an sich oder an uns in Friendly Challenges so ein bisschen üben. Aber ich denke mal, dann wird das sicherlich was. Mal gucken, ob unsere Armee hier jetzt schon wieder fertig ist. Unsere Armee ist hier sofort wieder fertig. Okay, ich habe im letzten Kampf gesehen, also der hat mich zu 100% geschafft, dass sie Leute das natürlich im Moment ausnutzen, dass hier mein Crusher in Bearbeitung ist und deswegen muss ich hier irgendwie was tun, beziehungsweise unter Umständen einfach mal was umstellen von der Seite hier, weil von der Seite werden mich jetzt die wenigsten angreifen, muss man einfach so sagen. Und dann hole ich hier, glaube ich, mal noch die Minen hier mit rein. Ich habe die Sprungfallen hier jetzt schon gesetzt, könnte natürlich auch diese Fallen hier noch zusätzlich hier so ein bisschen mit hinpacken. Ich mache das einfach mal. Das testen wir mal. Und ja gut, in die Base jetzt ist auch doof. Dann machen wir die lieber nach da und die machen wir hier nach außen hin, dass die Bogenschützentürme da dran kommen.
Ja, die dicke Bombe hier an der Seite, die lasse ich hier jetzt mal liegen. Und mal gucken, ob wir die Pokale wieder reinholen oder raufholen. Oh, das ist schon eine Fünferbase hier. An denen tue ich mich besonders schwer. Das sehe ich hier an den zwei Lars und den Minenwerfer. Ach, der ist echt... Der ist wirklich mistig. Den, da habe ich auch starke Probleme, den irgendwie hier wegzubekommen. Aber mal sehen, ob wir... Von welcher Seite können wir denn rein? Crusher ist doof. Eigentlich muss der Minenwerfer ziemlich früh weg. Und wir gucken mal, ob er hier irgendwo eine Falle hat. Nee, die gehen alle auf... Die gehen erstmal alle auf die... Auf die Clanburg-Truppen. So, dann gehen wir hier jetzt mal mit den Bogenschützen wenigstens so ein bisschen hinterher. Ah ja, also die da unten die Riesenbombe. Okay, jetzt habe ich natürlich, was habe ich jetzt noch in der Base? Hurra! Zwei Bogenschützen. Mal sehen, ob die noch irgendwas reißen überhalb der 30%. Also im Moment ist es sehr, sehr schwer hier für mich. Muss ich sagen, wenn die Riesen jetzt noch weitergehen, dann werden meine beiden Bogenschützen leider von der Kanone jetzt vernichtet. Und ich schaffe den Turm leider nicht. Boah. Mann, war das knapp. Also im Moment habe ich sehr, sehr häufig auch 5er Gegner hier. Und auch hier 57% mit 24 Achtern. Ja, da muss ich mal gucken, wie wir uns hier gegen wehren können. Mal gucken, von welcher Seite er reingekommen ist. Ah, okay, er hat sich einfach nur alles um die Seite weggesnaggelt. Das mache ich auch manchmal, wenn ich gar kein Aus, wie ich mehr sehe hier, irgendwie in die Base reinzukommen oder rumzukommen. Und jetzt sorgen meine Fallen natürlich nicht gerade für den gewünschten Effekt. Naja, okay. Kann man nichts machen. Wir checken den nächsten CK-Angriff hier. Wir springen einfach ein bisschen hin und her. So können wir uns so ein bisschen die Wartezeit im Bauarbeiterdorf verkürzen. Ich habe hier auch angegriffen mit meinem Achter mit dem Alex-Account und habe hier einen Packer-Walk gemacht. Die Base hier wurde schon angegriffen und ich wusste, dass hier hinten bei Queen und King, die sind jetzt nicht gerade so super stark, alle Teslas auch stehen hier hinten in der Ecke. Und deswegen habe ich gedacht, da oben musst du richtig Feuer haben. Also haust du hier jetzt mit deinen Packers rein. Ich denke, der Funnel war in Ordnung. Die drei Packer rein, die können jetzt nur in die Richtung gehen und King, Queen hinterher, Clanburg mit den Bowlern, also die können jetzt mal nicht nach außen laufen. Und dann ging es das hier geballt rein durch die vier Teslas, durch die Doppelkanone, also hier schon richtig schwer was los, muss man sagen. Also in diesem ersten Quadrat hier, da habe ich auch erst, ich habe lange überlegt, machst du das mal so oder machst du das mal nicht so, aber ich denke mal, es haben reichlich Sachen hier noch überlegt. Allerdings wird jetzt wird schön meine Queen durchgeheilt und nicht mehr die Pekka. Zünde die Queen an der Stelle noch nicht, sondern rage jetzt erstmal die Heiler durch. Und dass die Queen die Nerven-Luftfallen macht hier an der Stelle. Aber ich habe jetzt noch die Heiler am Start und kann mir richtig lange Zeit lassen hier mit den Hogs, weil zurzeit, also in diesem Zeitpunkt, lief es eigentlich noch recht gut. Und jetzt schicke ich sie so ein bisschen surgical hier rein, also immer zwei, drei Stück pro Def hier, sodass die wieder sauber zusammen durch die Base reiten, die Schweinereiter. Und ich denke mal, an der Stelle ist mir das gelungen, selbst wenn jetzt die Schweinereiter am Ende noch an irgendeiner Def hängen bleiben und sterben. Ich hatte ja jetzt noch ein Gift, wusste auch, dass da eine Bombe liegt oder eine Doppelbombe, macht aber nichts. Die brauchten jetzt eigentlich nur noch ein, zwei Dev-Gebäude machen. Also da hinten hätte jetzt ruhig der Bogenschützenturm noch stehen bleiben können. Oder die Kanone. Das wäre egal gewesen, denn ich habe unten noch reichlich Truppen, die alle voller Heal sind. Also die Packer noch voll, die Queen wieder voll durchgeheilt. Das wäre jetzt egal gewesen. Aber die Hogs machen hier ihr Geschäft und haben die restliche Dev hier doch noch runtergeknüppelt. In der Mitte habe ich jetzt auch lange gewartet mit meiner Queen, dass ich die zünde, weil... Ist ja immer so, wenn du die Queen zündest, dann ist da tot, sie hat eine Doppelbombe, war auch. So hat aber der Packer ausgelöst. Und so bin ich hier mit meinem Helden absolut verschont durch diese Base gekommen. Ja, fand ich eigentlich für mich in Ordnung. Das war jetzt zwar 8 auf 13, aber ich hatte oben leider einen 98%igen gemacht. Und irgendwie müssen die Sterne hier rein. Oh, wir haben Angriff hier auf den Bärwolf. Das gucken wir uns einfach live an. Denn immer wenn ich in meinen Folgen hier bin und sehe etwas live, dann schalten wir auch live in den CK hier rein. Hier haben wir die Nummer 7, ist auch ein RH10. Die
Der Clan von gegenüber ist uns RH10-mäßig etwas überlegen, aber wir haben schon gut vorgelegt im oberen Bereich, haben leider auch gefehlt, das hat der Gegner aber auch. Also hier ist noch alles offen und ich warte auch ganz, ganz lange mit meinen Angriffen, ob ich wirklich ein RH11 machen muss oder ob es auch für mich bei einem 2 oder 3 Stern, je nachdem, auf eine RH10-Base reicht hier. Aber erstmal müssen hier die RH9-Bases fallen. Und ja, hier ist der Gegner so ein bisschen im Vorteil, dass er so viele 10er mehr hat. Und auch wenn die teilweise, ja, ich meine, sie müssen jetzt schon so ran, weil die unteren 9er hier überhaupt nichts reißen. Ja, bei uns sind noch 9er-Bases ganz unten auf. Und das werden aber ganz sicher hier 3 Sterne. Da gibt es jetzt nur noch den Bogenschützenturm und dann sind das hier leider 3 Sterne für den Gegner. Ist an der Stelle, ja, ist noch zu vertreten, denn ihr seht das, wir haben hier zwar noch reichlich Sachen auf, aber hier im oberen Bereich hat der Gegner schon ein bisschen gefehlt. 1 Stern, noch keinen auf Mastengo, auch wenn hier schon 2 Angriffe drauf waren, also das lässt ein bisschen hoffen. Ich habe ja auch eine neue Base, die werde ich euch sicherlich auch mal zeigen, aber wir machen noch eine Runde hier im Heimatdorf, 1946. Ich bin schon wieder runter und muss unbedingt hoch mit den Pokalen, damit ich in der nächsten Bonusrunde wenigstens ein bisschen was von meinen Mauern machen kann, beziehungsweise meine Deathfighter machen kann. Ich werde auf jeden Fall den Crusher ja durchmachen und dann muss ich mal gucken. Also, ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, soll ich das machen mit den... ich muss erstmal gerade schauen. Soll ich das machen mit den Mauern oder soll ich es lieber lassen? So, nee, ich nehme mal nicht die, sondern ich nehme jetzt mal die Barbaren hinzu. Ich glaube, die sind an der Stelle einfach etwas besser. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht jetzt etwas besser in diese Base hier reinkommen. Die Bomber müssen unbedingt jetzt die zweite Mauer hier aufknüppeln. Also ich finde die richtig gut. Die machen nämlich richtig netten Schaden, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch an Gebäuden dann, die so wie jetzt hier, die in deren Reichweite sind. Also auch unter Umständen am Rathaus. Gut, im Moment machen sie tatsächlich nur Mauern. Aber immerhin habe ich hier schon ein paar Prozent geholt. Meine Riesen tanken noch ganz gut. Riesenbombe jetzt, aber ich habe die 4 Barbaren hier noch am Bogenschützenturm. Und ich denke mal, es wird jetzt aber leider doch alles irgendwo am Crusher sterben. Oh nee, jetzt kommt der Crusher, zack. Oh nee, doch noch nicht alles gestorben. Und mal sehen, ob die sich hier am Rand nicht noch das ein oder andere wegsnäveln. Da sieht man das jetzt schön, die Prozente, jawohl. 2 Sterne, super. Oh, ich bin immer froh, wenn ich ein oder 2 Sterne schaffe, sodass ich hier in den Pokal-Ranges bleibe. Und das ist gar nicht mal so einfach teilweise. Aber mal sehen, mit 57%. 100. Ja, ich habe ja gesagt, die nutzen das natürlich jetzt aus, dass mein Crusher im Ausbau ist. Und okay, der ist natürlich doof, der pfeffert die gleich vor die Def. Da können die gleich loslegen, also da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und ich glaube, die Sprungfallen mache ich dann doch vor die Lager und packe die dicke Riesenkanone, die dicke Riesenbombe hier mal in die Mitte. Denn ja, das werden die jetzt ausnutzen, die letzten 2 Stunden noch. Ach Gott, ja, das ist doof. Das ist doof. Ich meine, ich nutze das ja auch aus, wenn der Crusher im Ausbau ist. Irgendwann mussten ja mal machen. Und ich wollte jetzt auch nicht so super lange nicht angreifen. Das ist genau wie wenn jemand seine Luftdev hier ausbaut. Und hier hinten habe ich jetzt natürlich überhaupt keine Falle mehr. Und an der Stelle man dann mit Drachen reinkommt. Also mit dem Baby da. Ja, schade auch. Ah, was willst du machen? Okay, einen schauen wir uns noch hier an, würde ich sagen. Ne, nicht einen hier, einen hier. Oh, nochmal ein Live-Angriff. Ah, da gucken wir mal. 15 auf 15, Hallöle hat bisher verteidigt, komischerweise. Da war der Gegner wirklich noch nicht gut. Mal sehen, ob das hier 3 Sterne werden auf den Hallöle. So stark ist seine Base ja noch nicht. Und dann haben wir hier auch einen schönen Abschluss von der Folge, finde ich. Ich nehme ja mal wieder sehr, sehr spät auf hier, um euch richtig aktuelle Sachen zu zeigen und nicht irgendwo was Vergangenes oder Altes, sondern das ist hier live und das freut mich natürlich am meisten, wenn ich sowas in eine Folge reinkriege. Oh, Go Vibe hier. Oh, mal gar nicht mal so schlecht. Wenn der Packer jetzt auch noch durch die Mitte geht,
Queen ist aber schon weg und die restlichen Magier jetzt auch. Hier unten der eine Magier vom Bogenschützenturm, mal sehen, ob die sich hier noch komplett durchfressen können. Aber der Hallöle hat auch schon eine Doppelbombe hier. Also die macht natürlich jetzt ein bisschen extrem Aua hier auf die Pekka. Und die gehen jetzt natürlich von Def zu Def, von Lager zu Lager und kriegen hier Schaden. Ich denke mal, das bleibt nach wie vor hier unten bei 2 Sternen beim Hallöle. Und da können wir immer noch getrost abwarten. Wir führen immer noch. Jawohl, jetzt ist hier nur noch der Golem. Boah, was kriegt der viel Feuer da? Echt stark die Kanone hier, die Doppelkanone. Ja, super verteidigt nach wie vor hier unten. Immer noch ein Stern offen. Wir liegen noch 8 Sterne vor. Haben auch noch ein paar Angriffe über. Und ich will nicht sagen, dass ich das hier zuversichtlich sehe, weil oben wird es sicherlich nochmal schwierig werden. Aber ich bleibe hier dran an dem CK. Ich bleibe hier dran bei Clash of Clans. Und ihr sicherlich auch. Bis dahin, euer Toto. Clash.